Herzlich willkommen zum Pfingstgottesdienst. Herzliche Einladung am Sonntag, die nächsten Sonntage wieder zu kommen. Letzten Sonntag hatten wir Generalprobe und was soll ich sagen, es hat richtig gut geklappt. Trotz all der Schutzmaßnahmen und Atemmaske haben wir wirklich das Gefühl gehabt, wir kommen in die Nähe Gottes und haben Gemeinschaft als Gemeinde wieder. Also herzliche Einladung, ab jetzt wieder in die Gottesdienste zu kommen. Wir haben 190 Plätze, 100 so im Gottesdienstraum und dann in den Übertragungsorten. Also wenn du dich frei fühlst und denkst, komm gern vorbei, wir können wieder gut Gottesdienst hier feiern. Dann ein Hinweis, in 2,5 Wochen feiern wir eine Online-Gemeindestunde. Wir müssen einfach ein paar Dinge beschließen, unseren Haushalt und andere Dinge. Guckt dann rein, ihr kriegt die Infos noch per Mail und dann auf unserer Homepage Gemeindestunde online zum ersten Mal. So ist es halt gerade. Aber irgendwie ist ja schon ziemlich blöd, oder? Pfingsten zu Hause, anstatt schön in Urlaub zu fahren, wie viele von uns das erhofft hatten, jetzt sind wir daheim. Aber Ruth sagt, das hat ein Gutes, weil wir können unseren Garten genießen und endlich mal unsere Pfingstrosen in voller Pracht genießen. Wenn du auch sagst, ja, ich mag nur nicht sonntags in Gottesdienst kommen, weil es mit der Familie eh nicht geht oder eine Risikogruppe bei dir mit dem Haushalt lebt, dann kannst du weiter unsere Gottesdienste online verfolgen. Und gute Nachricht, unser Filmstudio ist fertig, die Generalprobe hat geklappt und du kannst dich auf ein richtig cooles Format freuen, guck bei YouTube rein. Das Ganze hat eine Stange Geld gekostet. Wer uns finanziell unterstützen möchte, ist herzlich eingeladen. Auf unserer Homepage findest du alles, um Geld zu spenden. Kleinere Beträge, größere Beträge sind herzlich willkommen. Vielen Dank für die Unterstützung. Dann Pfingsten heißt auch, wir sind zu Hause. Pfingstmontag haben wir Zeit zum Gebet. Es gibt eine wunderbare Gebetsaktion von unserem Gebetsdienst. Inzwischen zusammen mit vielen anderen Kirchen hier in Ulm und Neu-Ulm. City Church ist dabei, Petruskirche ist dabei, Pfuhl ist dabei. Ist richtig cool. Macht euch quasi einen Gebetsspaziergang. Macht euch an Pfingstmontag auf den Weg. Auf unserer Homepage findet ihr alle Infos dazu. Es geht darum, einfach da, wo du wohnst, in deinem Umfeld zu beten, eine halbe Stunde einen Gebetsspaziergang zu machen, die Nachbarschaft zu segnen und Pfingsten, Gottes Geist in unsere Stadt und in diese Situation hinein, Gott darum zu bitten, dass er seinen Geist schickt. Genau, das ist voll cool. Dann, wenn ihr zu Hause seid im Garten jetzt die nächsten 2 Wochen oder doch eine kleine Reise unternehmt, schickt euch doch Fotos von euch, wo ihr seid, für unseren Corona-Blog. Auf der Homepage steht alles. Oder schickt mir einfach eine WhatsApp, dann leite ich es weiter, dass wir so ein bisschen was merken voneinander, ein bisschen ein paar Bilder und Eindrücke voneinander erleben. Genau. Okay, liebe Gemeinde, und dann noch zuletzt die Ansage, dass wir taufen wollen. Und zwar an unserem Lieblings-Lieblings-Badebagger-Taufsee hier in Ludwigsfeld. Entweder an einem Samstag Ende Juni oder Anfang Juli werden wir hier Taufe feiern. Und wenn du merkst, dass dich Gott ruft, dass es dran ist, diesen Schritt zu gehen, dich taufen zu lassen, dann melde dich bei uns Pastoren. Natürlich dürfen wir die Taufe hier nur so im kleinen Rahmen feiern mit 50 Gästen, die gerade im Freien erlaubt sind. Aber wir werden die Taufe aufzeichnen und dann am Sonntag kräftig nachfeiern mit der ganzen Gemeinde. So, und jetzt muss ich die kleine noch reinschmeißen.